Der türkische Präsident Erdogan äußert sich zum Anschlag von Hanau. Alman makamlarının saldırıyı tüm boyutlarıyla aydınlatmak için gereken her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum. Zu sehen in einem Webvideo von TRT Deutsch. Über Hanau berichtete das türkische Staatsmedium ausführlich. Wie mit diesem emotionalen Interview mit dem krebskranken Vater eines der Opfer. Sizin evladınız olsa sen ne hissediyorsan ben de onu hissediyorum. İnanmıyorum da. Das Video wurde in den sozialen Medien tausendfach geteilt. Viele Nutzer haben TRT Deutsch damit zum ersten Mal in ihrer Timeline gesehen. Denn der deutschsprachige Ableger von TRT World ist erst seit Mitte Januar online. Die Redaktion mit Sitz im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin derzeit noch im Aufbau. TRT ist staatlich finanziert. Was will der Sender auf dem deutschsprachigen Markt? Propaganda im Sinne Erdogans, wie es Kritiker befürchten? Für Kommunikationswissenschaftler Lennart Hagemeyer trifft dieser Vorwurf für das deutschsprachige Angebot bislang nicht zu. Wobei auch da bestimmte Muster immer wieder auftreten. Zum Beispiel hat man jetzt bei dem Attentat in Hanau gesehen, dass da zum Beispiel Cem Özdemir in Frage gestellt wurde, der als relativ profilierter Erdogan-Kritiker gilt. In einem Video deutet TRT Deutsch an, Özdemir habe keinen Respekt vor den Opfern des Anschlags, weil er kurz nach diesem Solidaritätsaufruf schon wieder ausgelassen Fasnacht feierte. Dass es dort auch eine Schweigeminute gab, erwähnt TRT nicht. Ebenso wenig hat TRT Özdemir mit der Kritik konfrontiert. Gegenüber ZAP betont der Chefredakteur die redaktionelle Unabhängigkeit. Auch im ZDF wehrt er sich gegen den Propagandavorwurf. Wir sind nicht ein Sprachrohr oder wir sind nicht die Vertretung der Türkei in Deutschland. TRT ist das jüngste Angebot eines ausländischen Staatssenders für den deutschen Markt. Sie alle haben das Ziel, das Weltbild ihrer Regierung im Ausland zu vermitteln, meint Lennart Hagemeyer. Besonders deutlich werde dies beim russischen Staatsmedium RT Deutsch. Bei RT ist natürlich das klassische Beispiel die Krise rund um die Krim. Oder auch das jetzige Eingreifen der russischen Armee in Syrien und die Verbindung von Putin zu Assad. Das sind so klassische Beispiele, wo Propagandabausteine immer wieder sichtbar werden. RT Deutsch, das vermutlich bekannteste ausländische Staatsmedium in Deutschland. ZAP hat darüber seit dessen Gründung 2014 mehrfach berichtet. Die Redaktion gibt sich gegenüber Journalisten stets verschlossen. Auch eine Anfrage für diesen Bericht wurde ignoriert. RT Deutsch wird aus dem russischen Staatshaushalt finanziert. Es präsentiert sich oft als kontroverse Stimme im Auftrag der Meinungsfreiheit. So wie 2016 beim Fall Lisa. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsdebatte berichtete RT Deutsch: Die mutmaßliche Vergewaltigung einer minderjährigen Deutschrussin hat bereits letzte Woche für Schlagzeilen gesorgt. Am Wochenende sind mehrere tausend Menschen, darunter auch Russlanddeutsche, in der Bundesrepublik auf die Straßen gegangen. Die Ermittlungsbehörden würden den Fall verschleppen, die Medien ihn verschweigen, so die Berichte. Doch die Geschichte erwies sich später als falsch. Sie tun so, als würden sie eine publizistische Lücke füllen, über die es in Deutschland gibt. Und sie würden über die Sachen berichten, über die sonst keiner berichtet. Ja, also es ist erstmal ein sehr ehrhaftes Ansinnen, für eine pluralistische Öffentlichkeit zu stehen. Da gibt es ja auch eben gar nichts gegen zu sagen. Nur ist eben da das Problem, dass es einen klaren ideologischen Hintergrund hat. Nicht nur Russland und die Türkei, auch China sieht in den Medien ein Machtinstrument. Journalisten sollen sich eng mit der Partei verbünden, fordert Staatschef Xi Jinping. Und so verlinkt die chinesische Botschaft in Deutschland auf ihrer Website eine Reihe von deutschsprachigen Staatsmedien. Ganz so, als wären sie Teil des PR-Angebots. Eins davon ist China Radio International, ehemals Radio Peking. Online verbreitet CRI Nachrichten in Ton und Bild, darunter viele chinesische Erfolgsberichte. Selbst die nichtigste Äußerung Xi Jinpings ist hier eine Meldung wert. Präsident Xi, ist Ihre Frau nicht hier? Nein. Sie ist zu Hause und bereitet das Frühlingsfest vor. So wirken die Inhalte oft nicht wie Journalismus, eher wie unbeholfene PR. Politische PR
per se ist natürlich nicht illegitim und völlig in Ordnung und sollte auch jedem Akteur zugestanden werden. Nur findet hier politische PR unter einem journalistischen Deckmantel statt. Die eigenen Medien senden wenigstens gute Nachrichten in die Welt. Schlechte gibt es doch anderswo schon genug.